lieber Himmel. Gottes Willen, Martha, wir haben 2 Uhr morgens. Ach, wenn dein Vater nur nicht andauernd solche Samstagnacht-Orgien veranstalten würde. Ja, du tust überhaupt nie irgendetwas. Du sitzt immer rum und redest. Ja, soll ich mich aufhören wie du? Soll ich den ganzen Abend herumrennen und ihn anschreien wie du? Hm? Wir kriegen was? Ja, Gäste. Gäste? Menschen, wir bekommen Gäste. Warum kommen die jetzt hierher? Mein Papa hat gesagt, wir sollen nett zu ihnen sein, darum. Ach Gott. Hallo, Jordilein, hat 5, ist so klein, darf nicht in sein Bett hinein. Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Virginia Woolf. Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Wenn ich dich jetzt küsse, dann werde ich wahnsinnig erregt. Ich außer mir, ich würde dich nehmen, gleich hier auf den Boden. Und dann kämen unsere lieben Gäste herein und vor, was dein Vater dazu sagen würde. Hm? Noch ein Drink, Geliebter. Ach, Martha, du kannst ganz schön was wegsaufen. Ich sauf dich unter jedem Tisch. Verdammt nochmal, nur dass es klar ist. Martha, im Saufen bist du spitze und deine Gemeinheit ist preiswürdig. Und versuch bitte, deine Kleider anzubehalten. Ja? Es gibt wirklich keinen schlimmeren Anblick als dich, besoffen mit dem Rock über den Kopf, weißt du? Kriegen sie eigentlich keinen Kater von Brandy? Ich trinke nur pur und viel trinke ich ja auch nicht. Na, das ist gut. Dann kann es ja keine Auswirkung auf die Unversehrtheit der Chromosomen haben. Gähne, meine Liebe. Die sind schon fürchten. Fragen Sie Ihren Mann. Er muss es wissen, wo er doch Biologe ist. Er ist Mathematiker. Nein, er ist Biologe, Martha. Er hat bloß erzählt, er sei in der Abteilung für Mathematik. Du, Martha. Ja, Junge. Bei Ihnen geht es genau um den Knackpunkt. Blutgemetzel, ich dachte, es würde dir gefallen. Du würdest mir nachrennen, wogend und keuchen mit hüpfenden Melonen. Du hast wirklich missgebaut, George. Du darfst mich fertig machen. Eine ganze Nacht lang. Und das ist total in Ordnung, einfach okay. Du hältst das aus, deswegen hast du mich geheiratet. Ich dachte, du wärst dir wenigstens würdig selbst im Klaren. Das wusste ich nicht. Ich wusste es nicht. Eigentlich mache ich mir große Sorgen um dich, um deinen Geisteszustand. Ich bin laut und ich bin vulgär und ich habe die Hosen an in diesem Haus, weil einer sie anhaben muss. Und ein Monster bin ich nicht. Ich werde dich mit deinen eigenen Waffen schlagen. Totaler Krieg? Totaler Krieg.